So, und damit wieder willkommen zurück hier an Bord des Hyundai Tucsons in der Neustadt. Ja, wir hatten hier gerade wieder einen ganz genialen Auffahrunfall. Ist ja, gehört ja irgendwie dazu, ne? Also, klarer Fall. Wieso fahren? Achso, weil hier für... Ach komm, dann fahren wir auch auf mal ein... fahren wir auch einfach mal rechts. Profitieren wir auch mal davon. Was macht der jetzt? Ist hier ein Stauende oder so? Wie spinnt der, oder? Hallo. So. Der ist, denke ich mal, ruhig gestellt. Wobei, ich denke mal, jetzt blinkt er wahrscheinlich erst recht. So, fahren wir mal hier. Oh. Gut, eine Ampel hier direkt hinterm Kreisverkehr ist natürlich auch fatal. Kann sich nämlich... Mal gucken, ob das hier passiert. Ja, genau. Alles wunderbar zurückstauen. Das ist bei Berufsverkehr nicht mehr so lustig. Aber gut, ich habe die Straße hier nicht entworfen. Das wäre übrigens auch sehr lustig, wenn man seine eigene Map mal hier bauen könnte. Dann wird man nämlich nicht immer hier auf den gleichen, ja langsam wirklich monotonen Maps rumfahren müssen. Sondern hätte wirklich mal, ja, die Möglichkeit, seine eigene halbe... Sag mal, es gibt hier 30 Ausfahrten und ich kriege immer die genau, wo ich dann nicht reinfahren dürfte. Ach Gott, Mensch. Sag mal, irgendwie stelle ich mich immer ein bisschen doof an. So, im Stehenlenken lenkt sich das sehr schwer. In echt natürlich schon, aber auch im Spiel ist das hier umgesetzt. Deswegen ich ja leider nicht so schnell lenken kann. Wobei, in echt kann es natürlich sein, dass es auch gar nicht geht. Oder, ja doch, eigentlich schon, aber sehr, sehr schwer. So, wir können da gleich mal auf die Autobahn fahren. Und zwar, indem wir jetzt links fahren. Ja, ich habe schon einen ganz genauen Plan. Also, man kann mir nicht vorwerfen, ich würde einfach so geisteskrank durch die Gegend fahren. Muss ich mal gucken, dass wir jetzt irgendwie nichts mitnehmen. So. Einfach sich immer so durchdrängeln. So. Das hat auch gut geklappt. War wahrscheinlich ohne irgendwelche Verkehrsregeln zu beachten. Aber das, ich denke mal, das passiert halt mal, ne? Also. Zumindest bei mir. Oh, kann ich hier gar nicht abbiegen. Das ist blöd. Ich wollte eigentlich hier links fahren. Und hier gerade 18 Frames ist nicht sonderlich viel. Ich muss mal gucken in den Einstellungen, ob ich da irgendwie was vermasselt habe, weil das ist wirklich von den Frames hier immer schlimm. Da muss ich mal gucken, woran das liegt. Was normalerweise nicht sein darf. Oh, ist ja die Rücklampen, die gehen, glaube ich, auch gar nicht. Ja, oder? Nee, die gehen leider nicht. Tja. Na gut, aber ich finde dafür der Innenraum des Fahrzeugs ist sehr gelungen. Sag mal, Mensch. Wenn er genauso rabiat wäre wie ich, würde er einfach mal fahren und irgendwie wann, ne, hält derjenige dann auch an. Steht denn auf dem Display, kann das sein? 18,3 Liter auf 100 Kilometern. Das wäre natürlich fatal. Aber kann im Stadtverkehr aller Notfalls ja noch
Ja, wobei, ich glaube, selbst nicht im Stadtverkehr zustande kommen, oder? Also das wäre dann, glaube ich, wirklich ein bisschen zu viel. So. Huhu. Du, ich glaube, hier läuft nichts. Ich fahre mal rechts. Kurz noch mal ein bisschen ab. Weil da können wir uns ja nicht antun, hier so lange. Uns hier in den Stau zu stellen. Halt. Warte mal, jetzt habe ich mich, glaube ich, verfahren. Oder dann lassen wir das mit der Autobahn. Da können wir uns ja hier das mal angucken. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie. Ach halt, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier ist auch ein Eintrittspunkt für die Karte. Ich glaube, hier ist, glaube ich... Wie viel ist denn hier? Ich glaube, 20, ne? Das Problem ist auch immer, man fährt immer extrem schnell. Obwohl man gar nicht so richtig wahrnimmt, wie schnell man eigentlich ist. Gerade auch bei dem Auto, weil ich finde, ein bisschen Beschleunigung ist so ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich mich recht entsinne, war das Auto, das hatte ich glaube ich schon mal getestet, hier kurz, also nicht eine Aufnahme, schaffte das nur 115 km/h oder 120 und ging dann nicht mehr weiter. Ich denke mal, das war einfach nur so ein kleiner Fehler, den man hier gemacht hatte beim Bau des Fahrzeugs. Hier für City Car Driving, weil in echt schafft das ja, denke ich mal, ja, so 160, 170. Genau. So fahren wir Parkpatrouille. So, einige werden sich natürlich erinnern, dass es hier natürlich auch ein Eingangspunkt ist. Wobei ich glaube, dass wir hier nicht oft gestartet sind, weil hier eben, und das hatte ich glaube ich auch so von früher noch in Erinnerung, dass man hier wirklich extrem schlechte Framezahlen hat. Gut, wie man ja jetzt sogar wahrscheinlich auch noch merkt. Was ich mir irgendwie nicht ganz erklären kann. So, muss mal warten, bis der uns hier irgendwie mal winkt. Weil irgendeinen Sinn muss der ja haben, der Mann, der da steht. Außer, dass man ihn umfahren kann. Hm. Ja, sag mal, Mensch. Lässt der mich ja einfach eiskalt stehen. Aber ich lasse ihn da nicht stehen, sondern ich fahre ihn um. Als Rache. Dafür, dass er uns so, ach du Scheiße, missachtet hat. Statt 13 Frames. Das ist ja katastrophal. Hier, warte mal, ich muss hier... Ach du Gott, du, ich will euch jetzt hier nicht antun. Aber die Folge ist jetzt auch um. Das heißt, wir wechseln mal gleich besser wieder auf die andere Map. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal.